Nein, Spaß. Hi, liebe Bayern-Fans, ich bin die Julia Quinn. Und ich bin Jovana Damjanovic. Und wir begrüßen euch heute aus Louisville von der Allianz FCB-Tour und führen heute zusammen einen 1:1-Talk. Und heute sind wir die Moderatoren und stellen uns gegenseitig Fragen. Viel Spaß damit. Die erste Frage stelle ich. Julie, bist du bereit? Okay. Puh, jetzt wird's spannend. Wie würdest du dich jemandem vorstellen, der dich nicht kennt? Ja, ich würde sagen, dass ich am Anfang eher zurückhaltend bin, eher schüchtern und gar nicht so sehr in größeren Gruppen irgendwie im Mittelpunkt stehen möchte. Aber ich glaube, du hast es ganz schnell gemerkt, wenn man mich näher kennt, dass ich auch ganz, ganz verrückte Seite habe, wie ich crazy bin. Und ja, da auch sehr aus mir rauskommen und für jeden Spaß zu haben bin. Okay, gut zu wissen. Jetzt weiß ich, wie ich in Zukunft mit dir reden soll. Okay. So, jetzt kommt meine erste Frage an dich, Jovi. Die ist auch sehr spannend. Und zwar die Frage, bist du immer lustig und laut oder gibst dich auch mal in Ernst? Ja klar. Ich kann auch richtig ernst sein, aber ich präferiere eher laut und lustig zu sein, als ernst zu sein, weil wenn man ernst ist, das mag ich einfach nicht. Ich meine, du kennst mich schon so gut und du weißt, dass ich mache lieber Witze und Spaß als einfach so Real Talks, obwohl ich glaube ganz ernst, dass ich kann auch so ernst sein und Real Talks führen. Absolut. Bist du bereit? Ja. Wenn du nicht Fußballerin wärst, was würdest du heute machen? Wow. Bei mir war schon früh klar, dass ich eigentlich Fußball spielen möchte. Aber im Frauenfußball ist es ja auch so, dass man sich eigentlich nicht drauf verlassen kann. Deswegen war ich früher eigentlich immer so ein bisschen auf dem Trip, Lehrerin zu werden. Also irgendwie fand ich es immer cool, gerade so in der Grundschule, jetzt im Gymnasium nicht mehr, weil da die Kinder zu nervig sind. Aber ja, jetzt habe ich mich aber dann nach der Schule dafür entschieden, dass es doch nichts für mich ist und bin dann im Studium Richtung Sportmanagement. Und das könnte ich mir auch ganz gut nach der Karriere dann vorstellen, irgendwie im Sportbereich zu bleiben, aber eher Richtung Management. Du bist ganz ernst. Aber ich bin echt froh, dass du Profifußballerin geworden bist. Gut für alle Kinder da draußen. Kinder, freut euch. So, was sind deine größten Stärken und Schwächen auf und neben dem Platz? Oh, ich habe keine Schwächen. Sorry. Auf dem Platz meine größte Qualität, was war das? Stärke. Meine größte Stärke sind, ja, ich glaube, dass ich bin echt ein Teamplayer. Und dass ich würde alles vor meiner Mannschaft machen. Und ich glaube, plus dazu habe ich ja auch gute fußballerische Qualität. Guter Abschluss. Kann gut die Bälle festmachen und alles, was ein moderner Stürmer machen sollte. Und meine größte Schwächen auf dem Platz. Gibt es Dinge, die du nicht kannst? Ich kann lange Bälle mit links nicht spielen. Aber nee, ich glaube, ich kann schon fast alles machen. Manche Sachen besser, manche schlechter, aber naja, es kommt von der Tagesform. Und neben dem Platz, ja, ich bin sehr emotional, auch ja, egal ob es die guten Emotionen sind oder schlechte. Ich muss immer meine Emotionen ausdrücken, egal was das ist. Und ich weiß ganz ehrlich, ob das eine Stärke ist oder eine Schwäche. Aber naja, wir lassen es einfach so stehen. Ja, ich glaube, dass hinter dieser Fassade auf dem Platz, also ich muss sagen, ich hatte mega Angst vor ihr, bevor ich zu Bayern kam, dass eigentlich ein sehr, sehr lieber Mensch und ein sehr, sehr gutes Herz steckt. Sie ist nicht so normal, wie sie aussieht. Du sollst positive Sachen sagen. Das ist positiv.
Nein, ich will ja, ganz ehrlich sagen, früher habe ich echt gedacht, dass Julie ja ein bisschen langweilig ist und ein bisschen so steif. So. Aber dann habe ich sie besser kennengelernt und sie ist ja, sehr witzig, sehr humorvoll und ja, auch sehr, 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 sehr saulieb. Oida. Oida. J-O-V-A-N-A. D-A-M-N-J-A-W-F-O-N-I-C. War richtig, oder? Nein. Dann nochmal. J-O-V-A-N-A-D-A-M-N-J-A-N-O-V-I-C. Boah, jetzt ist er aber auch stark. Schwer. Wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Wir hatten Spaß definitiv. So, liebe Fans, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.